Hallo Leute und willkommen zurück zu Sanctum 2. Ja, ich habe gerade schon mal einen Part wieder aufgenommen mit diesem Level. Und ich werde ihn lieber komplett auf leicht machen. Ich denke mal, die nächste Level werde ich jetzt auch auf leicht lassen. Ja. Da habe ich nämlich eben gerade noch mal einen Part aufgenommen und das ist sogar noch schlechter gelaufen als den Part, den ich schon hochgeladen habe. Bin halt auf Level 14 aufgestiegen. Jetzt im letzten Part. Das finde ich auch ein bisschen blöde, dass man das immer wieder sieht. Ist zwar schön, dass man halt die Ladesequenzen damit überspringt. Könnt ihr halt sehen, das hatte ich halt im letzten Part ausgewählt. Und ja. Das hat rein gar nichts gebracht. Ja, die Waffe will ich haben. Die ist gut. Mann, was nehme ich da jetzt für Waffen mit, ey? Hat mir auch nichts gebracht. Das Loa hat mir auch nicht wirklich was gebracht. Ja gut, aber jetzt sollte es ja leichter sein. Ich habe es ja jetzt auf leicht eingestellt. Denke ich mal, den Unterschied werdet ihr dann schon merken. So. Ne, gehe ich gleich erstmal hier hinten hin. Mach das erstmal auf hier. Wegen den Minen. Ja, gut, ihr würdet das sehr wahrscheinlich schon merken. Ich benutze den Minenspender eigentlich in dem Sinne gar nicht. Ja, er gefällt mir einfach nicht. Ah, gut, die hatte ich im letzten Part nicht vergessen. Oh, kurz einschalten hier. Da hatte ich auch schon gesagt. Da weiß ich nicht so richtig, was das. Zu bedeuten hat. Ah. Ja, vielleicht muss man es aktivieren und dann halt nach den Abschüssen oder das wird halt angezeigt, so und so viel Punkte kriegt man dann halt für die verschiedenen Gegner. Ja, man kriegt jetzt hier 10 Punkte für diese Geparden. Für die Pump Bones, das sind diese kleinen, denke ich mal, die sich so aufpumpen können und dann explodieren. Diese what? Ne, Heat Balls, ja, was ich da schon sagte, diese komischen Wackelköpfe. Ne, Walker Skins, das sind die Wackelköpfe. Heat Balls? Ach, die Glühbirnen. Und Snoker Trunk, das ist bestimmt dieser komische Vierbeinige. Ja, das sind diese komischen Wackelköpfe. Na. So und so viele Punkte würde man dann dafür kriegen. Oder was auch immer, ich weiß es nicht. Wie gesagt, ich hatte das, als ich das halt schon mal durchgespielt hatte, hatte ich es halt nicht entdeckt. So, habe ich jetzt alle? Ich glaube schon. Nee, jedenfalls, ich habe es versucht und ja, bin sogar nur bis Level, bis Welle 8 gekommen oder so, obwohl ich Kernheilung ausgewählt hatte, extra noch hier gemacht habe, aber naja. Meine Herren, also das ist schon heftig teilweise. So. Ja, ich muss wirklich mehr den Kern absichern. Es hat alles keinen Sinn. Ja.
Verschwendung. Ja, aber den muss ich da lassen. Aber sonst kommen sie ja hier hinten dann rum. So, naja, mal gucken, wie es halt mit der, wie es jetzt halt läuft, wenn ich das halt auf normal stehen habe. So. Auf leicht stehen habe. Da sollte es eigentlich ein bisschen besser laufen. Und komischerweise, die haben hier im letzten Durchlauf den Part, den ich jetzt ja, mehr oder weniger wieder weggeschmissen habe. Die haben hier eigentlich nicht so viel Ärger gemacht in dem Sinne. Was sind's da? Hä? Was sind sie denn? Ich sehe gerade gar keinen hier. Ja. Ja, ihr könnt es schon mal sehen. Also das ist so ein Unterschied. Das ist so ein Unterschied, wenn man das mit auf dem leichten Modus spielt. So. Okay, this might work. Den baue ich dahin. Den baue ich dahin. Dann habe ich schon wieder keine Punkte. Ja, wisst ihr, ich hätte mal den Verstärker mitnehmen sollen, den hätte ich dann aufbauen können. Da wären die nämlich ein bisschen stärker gewesen. Fällt mir jetzt gerade mal auch so ein. Jo, was kommt denn? Die Glühbirnen und die Wackelköpfe wieder. Ja, aber jetzt dadurch, dass ich es auf leicht stehen habe, sollten wir diesen Level aber auch schaffen. Da sehe ich denn, denke ich mal, nicht so die Schwierigkeit jetzt. Ja, so. Nicht so. Sie will ja gerade gar keinen hier. Ja. So, doch, die haben hier ein bisschen Ärger gemacht, weil sie bis zum Kern vorgedrungen sind und dann kannst du die fast gar nicht so richtig treffen. Das ist das Problem. So. Ja. Ja. So. So. Was kommt denn? Fliegeviecher. Einer davon. Drei davon. Ja, die. Die haben mir richtig Ärger gemacht. Die sind dann halt ganz am Ende sind die durchgekommen. 5, 6, 7, 8 Stück. In der Welle 9 und. Ja, und die haben mir dann halt den Kern kaputt gemacht.
Ja, seht ihr mal, also was das für ein Unterschied ist, wenn man das auf ganz leicht spielt. Laufen, ey, da jetzt dadurch. So. Hier läuft mal schön ein bisschen woanders lang, bitte sehr. Da läuft die auch nicht lang. So, wo laufen sie jetzt lang? Ganz hinten. Okay. Naja, gut, wenn sie meinen. So. Ja, gut, dann bau den da hin. Die können nämlich ziemlich gut in den, diese Viecher hier hinten schön reinschießen. Das klappt eigentlich doch ziemlich gut eigentlich. Naja. Oh, ich bin wieder gestunt hier. Ja, das ist extrem ärgerlich, ja. Ja, und das ist halt hier in der 8. Welle passiert, dass da so dermaßen viele durchgekommen sind von denen. Ja. Und das hat er halt den... Das hat halt der Kern doch nicht ausgehalten dann. Ja, und jetzt wird das halt sehen, also... Der Kern ist immer noch voll durch die Heilung, die ich jede Runde mache, dann. So. Mal auf 2 bringen. Hier auch nochmal einen aufstehen. Tju. Jojo.
Oh, bis jetzt sieht es jedenfalls gut aus. Wow. Ja gut, aber es ist eben nur sehr leicht halt, ne? Der Schwierigkeitsgrad jetzt hier. Bin ich am Überlegen. Na, reicht leider nicht für einen. Einen wegnehmen. Mal kurz wegnehmen hier. Mal da hinsetzen. Da kommen die Wackelköppe und da kommen diese 20 von den Viechern. Mann. Ja, und anstatt zum Kern zu laufen, greifen sie mich hier ganz weit hinten an. Das ist auch manchmal so komisch hier. Erstmal ganz ohne irgendeinen Schaden zu nehmen durchgekommen. Jojo. Ja, so viel dazu. Ja, ich könnte ja mal kurz gucken, ob da sich jetzt oben irgendwas da getan hat. Aber ich glaube nicht. Ja, das wäre denn normalerweise jetzt auch die letzte Folge für diese Woche. Ah. Ja, dann weiß ich es auch nicht. Vielleicht wird das aber auch erst abgerechnet, wenn das Level halt rum ist. Kann natürlich auch sein. So, der ist auf 2. Dann bringe ich den hier nochmal auf 2. Ja. Ja. Ja, diese blöden Spucker, die gehen mir jetzt, wenn ich die schon sehe, kriege ich ja schon. Nee. Habe ich schon wieder keine richtige Lust. Mehr. Ach ja. Ta-da-ta. Ja, das ist es ja eben. Die halten halt nichts aus, denn im leichten Modus.
Jo, packe ich den dahin. Den mal dahin. So, wo laufen sie? Da rum. Ja. Nee, dann war es halt nicht Welle 8, dann war es halt Welle 9. In Welle 9 kommen nicht ganz schön viele von diesen Schwebeviechern. Und ja. Ja, ja. Alter, das ist ja viel zu leicht. Genau, der kam. Der Boss. Ja, mehr oder weniger der Boss-Gegner. Was wundert mich jetzt, dass keine Fliegeviecher kommen. Joa. Okay. Ja, ich wollte schon Start drücken und ich habe die Klamotten noch gar nicht verteilt hier. Trotzdem sichere ich hier hinten noch mal so ein bisschen mehr ab. Nun, was könnte ich denn hier hinten noch aufstellen? Theoretisch erstmal hier ein Slower, ne? Und hier vielleicht auch noch. Machen wir so. Und ab die Luzi. Right, here we go. Ja. Und das, naja, ich weiß ja nicht, also. Die Schwierigkeitsgrad, Kampagne, da nimmt er ja so ziemlich gar keinen Schaden mehr. Ja, aber ich denke mal schon, dass der durchkommen wird. Ja, der hat einen ganz kleinen Punkt. Das ist es ja eben. Der hat eben nur einen ganz, ganz kleinen Punkt, dieser Bossgegner, den man halt treffen muss. All done for now. Nee, das wundert mich jetzt. Also in Schwierigkeitsgrad leicht kommen ganz andere Gegner. Jedenfalls in Welle 9, 8, da hatte ich gehabt, da sind denn noch ganz normal. Ganz viele von den ganz normalen gekommen. Ja, naja. Kann der hier vernünftig lang schießen? Naja. Jo. Und stecken wir da noch den Rest rein. Pontons verteile ich jetzt nicht, weil ich habe eigentlich alles Wichtige gebaut. Also ich könnte jetzt eigentlich nicht mehr wirklich irgendwas bauen. Um halt besser dazustehen. Ein Boss? Oh. Hä?
Boss. Oh Mann. Nicht gut. Ich sehe den gar nicht. Ach, das Mistding. Oh Mann. Oh Mann. Ja, aber trotzdem müssten wir eigentlich schaffen. Das Markieren jetzt gerade ein bisschen Schaden nimmt, ist mir jetzt gerade so ein ganz kleines bisschen egal. Ja, das kleine bisschen hält der ja wohl auch aus. Ja, aber ich denke mal, wir schaffen das auf jeden Fall. Ja. Ja, Leute. Kann ich euch jedenfalls nur raten, naja, diesen Level nicht schafft. Entweder ihr macht etwas leichtere Level nochmal, um halt bessere Kanonentürme zu kriegen. Oder ihr schaltet halt im Modus halt, hier im Einstellungsmodus halt, ne? Na, jetzt kennt das Level Rind. Ja gut, das war ziemlich einfach eigentlich wieder. Das wird hier, das ist denn richtig hier, da kommt, eigentlich kommt da der Endboss, ne? Von den Lumen. Die DLCs direkt habe ich auch noch nie so richtig gespielt, also, ne? Jetzt, ich habe zwar mal Küstenlinie mal das erste Level angespielt, aber naja. Könnt ihr auch sehen, ich könnte es normalerweise, ups, ich könnte es normalerweise schon anspielen, aber... Ich wollte das jetzt gar nicht. Mann! Nix ist. Das spielen wir jetzt noch nicht. So weit sind wir noch gar nicht. Sorry. Ja, jedenfalls, Leute. Haben wir den Sumpf endlich mal nach zwei Parts mal wieder endlich mal geschafft. Und sogar in 28 Minuten. Ja, bedanke ich mich wieder vielmals fürs Zuschauen. Über Daumen, Kommentare würde ich mich natürlich sehr freuen. Also, bis zum nächsten Mal. Und dann machen wir denn das Labyrinth. Bis dann und ciao.